Gleisstromquelle mit Absaugeinheit unten drunter gesetzt. Der große Vorteil ist einfach die Kompaktheit. Ich glaube, sowas habe ich noch nicht gesehen. Sowas gibt es nicht. Gibt es auch bisher noch nicht auf dem Markt. Das ist also ein ganz neuer taktiler Laserkopf, der kombiniert ist mit dem Drahtfördersystem. Und über den Draht wird der Laser in der Fuge, die er machen soll, geführt. Dieses Ding ist ein 3D-Schweißnaht-Inspektionssensor. Der ist ja jetzt geformt wie ein Brenner. Der kann halt auch in Bauteile eintauchen. Das ist ein Orbital-Schweißautomat. Wenn ich den Brenner justieren will, dann gehe ich einfach über die Bedienung hier. Ich kann Start drücken, dann fährt er los. Das ist tatsächlich steigend geschweißt worden mit dem Ding. Hier ist jetzt ein Handbrenner. Aber hier sind sogar Aussparungen. Ja, das ist exakt für diesen Brenner. Stromquelle und der Traktor zusammen, alles aus einer Hand. Das ist ein Abimec Drehwechselhalsbrenner. Ja, ich könnte so arbeiten, aber ich könnte auch so arbeiten. Flexibel. So, das heißt, ich könnte den. Das ist alles untereinander kompatibel. Ein Brenner für alle Anwendungen. Brennerhersteller denkt an alles. Du machst wirklich ganz kurz, du schweißt und nichts, haftet an, sieht aus wie neu.